Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Okay, Kannibalismus. Auch eine Möglichkeit zu überleben, mehr oder weniger. So, ich suche Hjalmar Ankret. Ich suche Hjalmar Ankret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Vilma auch. Sicher, dass er es war? Vilma hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Oh, der Junge Ankret war auch dabei. Wann war das? Weißt du noch, wann das war? Wann was war? Wann Hjalmar Ankret und seine Männer hier waren? Ach das? Nein, keine Ahnung. Aber frag doch Wilhelm. Wo sind sie hin? Haben sie gesagt, wo sie hinwollen? Haben sie, Vilma? Oh ja, wollten ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Okay, ich werde versuchen, später wiederzukommen. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Ich glaube, Nägel und Faden habe ich schon. Seht nur, Leute. Weißer ist zurück. Was führt dich zu uns? Ich hab da Nägel und Faden. Okay, doch nicht. Ich sollte jetzt gehen. Mast und Schotbruch. Tja. Wilhelm. Naja, wenn du verzweifelt bist, ne? Was will man auch machen? Hep. Ihr blöden Ziegen. Verdammt, bist du hässlich. Hallöchen. Brenne. Die brennt sogar echt gut. Sie brannte echt gut. Rüstungsset, das kann man immer mal wieder mitnehmen. So, wir folgen einfach mal dem Riesen. Der wird uns schon zu Undvik, zu Hjalmar führen. Undvik, das war ja der Bootstypi. Hier ist die Spur zu... Oder der ist geklettert. Ich glaube, der ist geklettert. Naja, als Riese dürfte das ja kein Problem sein, hier ein bisschen klettern. Seide. Wenn ich bedenke, wie lang der Typ hier gewesen sein muss, um sowas zu bauen. Mein Beileid, mein Freund. Mein Beileid. Okeli dokeli. Wir gehen einfach mal weiter den Weg entlang. Vielleicht nicht unbedingt in Hexersicht, aber... Hjalmars Lager. Sie wurden angegriffen. Gebrochener Rücken. Als ob er aus großer Höhe gestürzt wäre. Aufgehoben und runtergefallen. Also losgelassen. Hat viele Wunden. Muss lange gekämpft haben. Haben wir noch ein Schwert? Sie wurden überrascht, konnten den Angriff aber abwehren. Mehrere Personenweise. Ich sollte mein Boot in Richtung Norden gezogen. Wieso kann ich die Schwerter anklicken, wenn ich jetzt nichts mit denen machen kann? So. Hier sind zwei Leute durchgekommen. Einzeln. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Okay. Jemand hat das Lager verlassen. Gucken wir uns da erstmal an, wo diese Spuren hinführen. Da scheint auf jeden Fall irgendwas in dem, im Gebüsch zu sein. Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum.
Vielleicht finden wir ja noch den armen Unglücksbold. Vielleicht aber auch nicht unbedingt. Ist direkt im Bau eines Neckers gelandet, hat ihn aber erledigt. Ganz schön zäh, die Skelliger. Ist direkt im Bau eines Neckers gelandet, hat ihn aber erledigt. Ganz schön zäh, die Skelliger. Achso, da. Ja. Wo ist der hin? Da, ich sehe einen Fußabdruck. Ich sehe noch mehr. Tote. Ein Pfeil für jeden. Gutes Auge. Okay, der kann auf jeden Fall gut Bogen schießen. Oder er konnte. Wer weiß das schon? Verlassenes Dorf. Na komm. Hier hat jemand Deckung gesucht. Verlassenes Dorf. Noch eine Spur. Wie noch eine Spur? Ich kann nicht noch eine Spur brauchen. Wurde erst hier getroffen, ist dann aber weiter. Okay, das ist nicht unbedingt das Gute. Ist weiter, obwohl er kaum noch laufen konnte. Wir gucken erstmal hier. Man sollte ja schon ein Dorf nicht verschwenden. Asche. Verschlossen, sagen sie. Das sagen sie alle. Okay, es ist verschlossen. So. Ich glaube nicht ohne Grund. Hep. Schauen wir mal hier. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie was Brauchbares. Dabei war die Tür doch so marode. Das gibt es nicht. Hier sind alle Türen stabil wie nix. Obwohl sie so aussehen, als würden sie gleich auseinanderbrechen. Ja, da brauche ich schon gar nicht reinzugucken. Okay, das verlassene Dorf ist gänzlich verlassen. Keine Hoffnung. Weit gekommen ist er auf jeden Fall nicht mehr. So viel steht fest. Was haben wir da? Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weitergehen können. Oh. Hat hier noch einen zweiten Pfeil abbekommen. Wurde schwer getroffen. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Muss einer von Chalmers Männern sein. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Horn des Hornwalds. Troll. Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Ich frag mich, ob er noch lebt. Gucken wir einfach mal. Der Bogenschütze war auch verwundet. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht gut. Das heißt nämlich meistens, dass er ein Ice Troll. Eistroll, der hat doch bestimmt eine Feuerschwäche. Ja, das tut ihm auf jeden Fall gut weh. Na komm. Fress mein Schwert. Huja. Block doch nicht alles ab, Mann. Zack. Brenne! Brenne, Ketzer! Er darf nicht zum Schmeißen kommen! Was auch immer er da schmeißen will. Ich habe keine Ahnung. Ja! Eistrolle. So. Haben wir ihn auch schon erledigt? Ich glaube, hier geht's lang. Gehen wir doch erstmal in die andere Richtung.
Wir jagen und jagen. Ich kenne keinen Erbarmen. Da ist noch ein Weg. Sag mal, wo soll ich denn noch hin, Mann? Gott. Da drüben kocht was. Oh Gott, ich ahne, wo wir sind. Ich ahne, was jetzt kommt. Kocht ihr da was? Ja, kochen. Hey, du da, hilf mir! Das Wasser wird heiß! Schnauze! Ich brauche den Mann. Nein, wir bekommen Mensch von mir Hilfe. Ich Rätsel lösen. Na schön, spielen wir um ihn. Du und ich. Du magst Rätsel? Spielen wir doch um ihn. Gewinne ich, nehme ich ihn mit. Verliere ich, springe ich zu ihm in den Topf. Gut, gut, gut. Nicht blubbern. Erstes Rätsel. Viel essen, viel trinken. Groß er ist. Schritt groß, Schlag groß. Essen, viel trinken. Ein Wal. Die Antwort lautet ein Wal. Falsch! Ist Troll! Wal kein Schritt. Ah, Dumm. Stimmt! Er im Topf! Warte noch, ich bin dran. Ich bin leicht wie eine Feder, aber nicht mal ein Troll kann mich lange halten. Die Antwort lautet dein Atem. Na gut, du bist dran. Aber mach schnell, sonst ist mein Kumpel gleich gar. Nein, verdammt! Ein Reim, Reim. Kalt und spritznass. Ein Reim, Reim. Kalt und spritznass. Wenne Klatsch. Hä? Kalt und spritznass, Welle klatsch, das kann nur Schnee. Ja, Schnee. Schnee? Schlicht. Wenn das so ist. Suppenpause. Verdammt, das hat so lang gedauert. Verdammt. Verfluchte Kacke, Mann. Kann man das noch? Unweg. Boah, ich möchte am liebsten jetzt zurückspulen, ne? Oh, Kinas. Lass mal überlegen, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Ich habe es bisher eigentlich nicht gemacht. Weißt du was, ich lasse es. Ich weiß, dass ich den retten konnte. Beim ersten Mal, wo ich hier durchgespielt habe, habe ich ihn gerettet und jetzt habe ich hier kläglich versagt. Ist mein Fail. Ich werde den jetzt so ausbüßen müssen. Ist zwar jetzt kacke, aber was willst du machen? Da bist du halt nicht drin. Mal gelingt dir so ein Rätsel, mal gelingt es dir nicht. Ich bin auch kein Alleswisser. Wir machen dann halt an einem anderen Ort jetzt hier weiter. Wir haben ja noch die Ruinen von Urska. Und die werden wir dann jetzt untersuchen. Komischerweise haben die uns nicht angegriffen und dieser eine Eistroll da schon. Was schon sehr merkwürdig ist.
Oder der eine Troll hatte einfach nur einen scheiß Tag. Der ist schon wieder böse.